So, jetzt müssen wir nämlich zu diesem lustigen Typen dort. Zu dem Kleinen hier. Willkommen! Jetzt kann ich hier ganz viele Sachen machen. Kaufen ist halt kaufen. Information ist Information einholen. Was ist das denn? Achso, hier zum Füttern, zum Paaren, einen Zaun, draußen reiten. Was sind Klassen? Aber das erkläre ich euch auf die einfache Art und Weise. Chocobos bewegen ist praktisch das, was ich jetzt machen werde. Und zwar die Chocobos angucken. Ja, füttern, paaren ist klar. Freilassen ist auch klar. Und auf Chocobos reiten ist, glaube ich, auch klar. Nein, beim Paaren ist kein Bildmaterial vorhanden. Also freut euch schon nicht darauf. Okay, schauen wir uns mal die Chocobos an. Welchen willst du in den Chocobo-Stall tun? Verwende die linke und rechte Richtungstaste und die Kreistaste. Okay. Und zwar brauchen wir jetzt einen guten. Der ist mittelmäßig. Also es gibt, glaube ich, schlecht, mittelmäßig, gut, sehr gut und ausgezeichnet. Aber diesen brauchen wir nicht. Den lasse ich den frei. Wir brauchen nämlich einen guten. Mach keinen Scheiß. Also laut Lösungsbuch brauche ich jetzt auch einen männlichen. Aber wenn ich jetzt einen weiblichen guten habe, dann versuche ich es mal mit dem weiblichen. Ja, bitte. Ach, leck mich doch am Arsch. Okay, das war einfach mal... Das war schlecht. Sowas passiert nämlich auch gern mal. Dass man einfach nicht die richtige Klasse bekommt. Das heißt, ich darf jetzt wieder zurückfliegen und darf nochmal 4 Stück fahren. Oh, wir sehen uns gleich bei der Farm wieder. Bis gleich. So, ich bin wieder hier und... Mal gucken, was jetzt dabei rumgekommen ist. Ich habe wieder 4 Stück gefangen, wie schon gesagt. Ich hoffe einfach mal... Ja, musst du. Alter, mach mich nicht schwach. Ich habe jetzt von 6 Chocobos keinen guten. 7 Chocobos keinen guten. Mach keinen Mist, bitte nicht. Ey, wie blöd. Ey, das ist echt für den Arsch. Und das meine ich, deswegen ist das nämlich total nervig. Ich kann jetzt wieder zurückfliegen, wieder 4 Stück fangen. Und dann im Endeffekt festzustellen, dass ich dann wahrscheinlich wieder nur Kacke habe. Oh, ist das nervig. Bis gleich. Ah, der Birgit hat seine vorletzte Limit-Attacke erhalten. Theoretisch könnte ich ihm jetzt seine letzte geben. Der hat, glaube ich, jetzt alle 6 Limit-Attacken. Also deswegen melde ich mich mal kurz zurück. Schauen wir mal. Stimmt, er hat alle 6 Attacken. Und jetzt könnte ich nämlich... Ich weiß, das mache ich eben auch. Irgendwo müsste hier das Objekt Katastrophe rumfliegen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ah, oh, komm schon. Komm schon. Da, Katastrophe. Steht einfach mal nichts dran. Wenn ich ihm das gebe, ist mir egal. Und Zit sagt, nicht ich, gib es jemand anders. Und Barrett sagt, hehe. Und jetzt hat er nämlich als letztes Limit. Katastrophe. Aber ich richte das noch nicht ein, weil ich euch erstmal noch Ungarmax zeigen möchte. Ich glaube, die restlichen habt ihr alle gesehen. Hoffe ich mal. Jo. Und ich habe übrigens immer noch keinen Chocobo gefangen. Obwohl ich bestimmt 4 Kämpfe gemacht habe und es war einfach kein Chocobo dabei. Das ist zum Kotzen. Oh, es ist wieder keiner dabei. Bis gleich. So, ich habe einen Chocobo gefangen. Ich habe keine Lust mehr. Und ich habe noch gar nicht erwähnt, deswegen melde ich mich auch kurz zurück. Also ich habe jetzt wirklich einen gefangen und dann gucke ich mal, wie der ist. Ich muss auch kurz erwähnen, wenn man in einem Chocobo-Kampf einen Chocobo angreift, ja, dann haut der uns. Die sind nämlich unbesiegbar. So, ich gehe nochmal eben kurz zum kleinen Jungen und dann melde ich mich wieder zurück. Bis gleich. So, das muss einfach ein guter Chocobo werden. Ich habe da so viel Arbeit reingesteckt. 6 Kämpfe vorgehabt oder so. Ja! Ja! Das ist ein guter Chocobo. Gute Chocobos gehen nämlich. Dann gibt es die sehr guten Chocobos, die laufen. Und dann gibt es die ausgezeichneten, die rennen. Die normalen, die stehen nur blöd in der Gegend rum. Und die schlechten, die lassen den Kopf hängen. So, okay, das ist jetzt ein weiblicher. Ich weiß nicht. Ach, verdammt. Ich versuch's einfach mit dem weiblichen. Okay, ich kann jetzt dem Chocobo einen Namen geben. Mach ich aber nicht. Weil, hier, ne? Ich lasse den sowieso wieder frei. Sonst würde ich den jetzt irgendeinen Namen von meinen Abonnenten geben oder so. Oder von irgendwelchen, mit denen ich was zu tun habe. Aber da ich den sowieso frei lasse, habe ich davon nichts. Ich gebe nur den farbigen Chocobos Namen. Es gibt nicht mehr als einen. Wir müssen jetzt nämlich nach Midil, da in der Region, da sind nämlich auch tolle Chocobos, beziehungsweise müssen wir da einen guten fangen. Der muss dann jetzt natürlich männlich sein, weil sonst können wir die nicht paaren, weiblich und weiblich geht nicht. Geht schon, aber es kommt nichts bei raus, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, und das kann jetzt natürlich auch wieder knifflig werden, denn der muss jetzt erstmal gut sein und dazu noch weiblich. Schönes Ding.
Und wenn es dann soweit ist, dann muss ich halt, wie gesagt, auf Level S bringen, in Gold Saucer. Und wenn ich die dann miteinander paare, kommt entweder was Grünes oder was Blaues raus. Also entweder ein grüner Chocobo oder ein blauer Chocobo. Auch dann wieder männlich oder weiblich. Und ich weiß gar nicht, wie es dann weitergeht. Ich glaube, dann muss ich ein bisschen warten, bis sie wieder geschlechtsreif sind. Und ja, dann kann ich die nochmal paaren lassen. Dann kommt hoffentlich was Grünes oder was Blaues raus. Also halt das Gegenstück zum anderen. Nur, ja. Ich bin gerade ein bisschen beschäftigt und kann nicht sprechen. Tut mir leid. Oh Mann. Ja, okay, der Chocobo haut ab. Ja, auf jeden Fall brauche ich dann genau die andere Farbe und das andere Geschlecht. Und das kann dann auch wieder zig Milliarden Jahre dauern. Also ist das hier alles super, super nervig. Und wenn ich gerade schon mal hier bin, diese Gegner, ich glaube, das habe ich schon mal in einem Video gezeigt, die geben ziemlich viele Erfahrungspunkte. Das heißt, wenn ihr eure Charaktere aufleveln wollt, also wirklich nur hier von Level 1 bis 100, nur die Charaktere, nicht die Substanzen, dann geht zu diesen Viechern hin, weil die geben ganz schön viele. Und sind eigentlich relativ leicht. So, gut, dann melde ich mich jetzt wieder ab und warte, bis ich 4 Chocobos habe. Bis gleich. So, da ich gerade mit einem Chocobo so viel Glück hatte, ja. Hoffe ich, dass ich das jetzt auch wieder, weil es hat wieder elendig lang gedauert. Nicht nur, dass jetzt hier sogar noch seltener Chocobos kam. Nein, ich kann die Gegner auch nicht mit einem Schlag töten. Das heißt, dass ich da noch länger gebraucht habe. Ja, das war nicht gut. Nein, das war nicht gut. Ich hoffe einfach mal, dass ich wieder Glück habe. Bitte, lieber Gott, lass mich Glück haben. Bitte, 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 bitte. Da unten seht ihr den einen Chocobo hier, diesen tollen. Oh, bitte, 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 bitte. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, nein, nein. Der sagt, er ist nicht schlecht. Gucken. Ist das ein Männchen? Nein, okay, da kann ich sowieso vergessen. Also bis gleich. Boah, ich hasse diese scheiß goldene Chocobo-Kacke. Ich meine, wenn man den ganzen Rotz hinter sich hat, das lohnt sich. Aber erstmal da hinkommen, ey. Das ist einfach nur eine nervige Arbeit. Das ist einfach nur Sachen 20 Mal wiederholen. Und boah, ist einfach nur zu kotzen. Tut mir leid, Leute, dass ich mich gerade so aufrege, aber es ist berechtigt. Und jetzt freut er sich, weil ich ihn freigelassen habe. Also fahre ich wieder nach Medi und versuche, weitere Chocobos zu fangen. Bis gleich. Ich könnte kotzen. So, es reicht mir. Ich muss... Ich hoffe, der eine ist wieder gut. Weil es kotzt mir einfach an. Ich habe schon wieder jetzt bestimmt 8 Kämpfe gemacht, ohne dass ein Chocobo kam. Das ist einfach nur nervig. Ich will das eigentlich nur schnell hinter mich bringen. Und sowas nervt dann einfach nur. Naja, in der Zwischenzeit ist Wiederherstellen aufgestiegen. Jetzt habe ich eine Wiederherstellen-Master-Substanz. Ich weiß nicht, hatte ich schon mal eine Master-Substanz? Ansonsten kann ich die euch mal eben zeigen. Ist nichts Tolles. Nur, dass da jetzt halt Master steht. Und sie wurde reproduziert, das heißt, sie wurde, ja, sie ist nochmal gekommen, nur halt ohne Erfahrungspunkte auf Level 1. Ist manchmal ganz nützlich bei Substanzen, die man nicht kaufen kann. Bei Wiederherstellen jetzt nicht so, aber... Ah ja, und hier Stehlen ist auch aufgestiegen. Jetzt habe ich nämlich den Befehl Stehlen verloren. Dafür habe ich jetzt Überfall. Und das bedeutet eigentlich praktisch wie Stehlen, nur mit Schaden. Also, ich kloppe die einmal und versuche dabei Schaden zu nehmen. Ist auch nicht schlecht. So, gucken wir mal, wie der eine Chocobo ist, den ich jetzt gefangen habe. Ja, das sieht doch gut aus. Bitte, 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 bitte sei männlich. Bitte, 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 bitte. Genau so nenne ich den jetzt. Fuck. So. Ich behalte aber Fuck, nicht Choco. Weil Fuck war definitiv schwieriger zu fangen als Choco. Denn Fuck hatte bösere Gegner bei sich. Also befreie ich jetzt Choco. Und fahre wieder zurück zu Gold Saucer und versuchen männlichen Dingens zu dingsen. Nein, männlichen Dingens zu dingsen. Ist doch auch geil. So, willkommen. Ja, jedenfalls werde ich heute nicht viel mehr machen. Ich werde gleich noch versuchen, einen guten zu fangen. Also einen guten hier bei Gold Saucer. Einen guten männlichen. Ganz wichtig. Und
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dann speichere ich ab. Lass sie einfach mal aus Spaß paaren, damit ihr es auch mal seht. Beziehungsweise hört. Und generell dieses ganze Paarungsritual dann versteht. Auch wenn da eigentlich nur schwarzes Bild ist und ein Geräusch kommt und dann haben wir einen neuen Chocobo. Ist ja egal. Jedenfalls fange ich wieder mal 4 Chocobos. Und es macht keinen Spaß. Bis gleich. So, wir sind wieder hier. Diesmal war das Spiel recht nett zu mir. Und ich sehe gerade, wie ihr vielleicht auch auf der Koppel, da ist gerade ein Chocobo gerannt. Vielleicht heißt das, ich bin ein toller Chocobo. Und er rennt da schon wieder. Sehr gut. Also enttäusch mich nicht. Und sei vor allem männlich. Ja. Und, was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau, wir gucken jetzt erstmal die Chocobos an. Ah, genau, jeder Kampf war ein Chocobo-Kampf. Und das war, das hat gut getan. Ich glaube gar nicht, wie gut das getan hat. Oh, Traum. Oh, das ist doch, oh. Okay, wenn du jetzt männlich bist, ne, dann... Nein, 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 egal, egal. Ich habe ja noch 2 andere im Petto. Ja, komm, hier, Choco ist gut. Ja, ja, ja. Oh, bitte, 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 bitte. Ich muss auf Toilette, bitte, bitte, bitte. Nein. Oh, tu mir das nicht an. Tu mir das nicht an. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein! Warum gibt's denn nur Weibchen? Das kann doch nicht sein, verdammte Kacke. Meine Fresse, ist das ein nerviger Rotz. Mann, ey. Nein, fuck, dich brauche ich noch. Tschüss, Chocobi. Boah, ich muss pullern, Herrgott. Oh, bis gleich. Boah, das kotzt mich gerade so dermaßen an, ne? Das nervt echt. Es ist wirklich das Abgefuckteste, glaube ich. Wirklich das komplett Abgefuckteste in diesem großen, schönen Spiel. Und ich mache halt am liebsten die schlimmen Sachen zuerst. Vielleicht ist es für euch ein bisschen unterhaltsam, ich hier verzweifle und merke, dass das Spiel mich hasst. Aber ich finde es nicht so lustig. Und es macht auch wirklich nicht so viel Spaß. Was heißt nicht so viel? Es macht eigentlich keinen Spaß, weil ich die ganze Zeit hin und her fliege und irgendwelche Chocobos fange und euch jetzt noch ein bisschen mitnehme, weil ich gerade total mich in Rage gelabert habe. Aber jetzt mache ich den Cut. Damit ihr das nicht ertragen müsst. So, es kotzt mich an gerade. Ich habe auch leider heute keine Zeit mehr. Ich habe wieder nur einen Chocobo gefangen. Also entweder ist es oder er ist es nicht. Ja, wenn es nicht ist, habe ich halt Pech gehabt. Ich lasse ja trotzdem miteinander paaren, wenn es ein Männchen wenigstens ist. Vielleicht habe ich auch Glück und es ist einfach ein toller Chocobo, der männlich ist. Wir werden sehen. Aber ich speichere auf jeden Fall jetzt schon mal ab, weil ich die paaren lasse. Und wenn die sich einmal gepaart haben, ja, dann dauert das ein bisschen, bis sie sich wieder paaren können. Das ist das Problem. Wie ihr seht, 25-25 hatte ich vorher und jetzt habe ich 26-25. Das heißt, in einer Stunde... habe ich bisher einen richtigen Chocobo bekommen. Ich habe den Großteil von dieser Stunde rausgeschnitten. Seid froh. Es gibt da angeblich auch einen Trick, von wegen, dass man dann immer wieder laden kann, bis man halt einen tollen männlichen Chocobo hat, den ich jetzt zum Beispiel bräuchte. Aber mir funktioniert das irgendwie nicht. Ich bekomme immer das Gleiche. Ach komm, schon. Oh, sei nett zu mir, sei nett zu mir, sei nett zu mir. Komm schon. Ich habe wieder Ewigkeiten gebraucht, bis ich diesen blöden Chocobo bekommen habe. Okay, der sieht schon mal toll aus. Das ist schon mal nice. Tu ihn rein. Komm schon. Nein, schon wieder weiblich. Ey, es ist doch zum Kotzen. Ohne Scheiß. Gut, dann war es das für mich. Für heute. Ein schlimmer Tag. Ein schwarzer Tag. Ich hoffe, beim nächsten Mal habe ich ein bisschen mehr Glück. Und wünsche euch viel Spaß bei was auch immer. Ich bin auf jeden Fall jetzt gerade ein bisschen angepisst von dem Spiel. Aber ich schätze mal, spätestens morgen sieht es wieder anders aus. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.